Die haben sich erstmal eine Zeit lang angesammelt, um noch ein wenig Zeit miteinander zu verbringen. Und ohne dass sie um sich herum wussten, kamen auf einmal drei Streifenwagen an, wobei pro Wagen zwei Polizisten ausgestiegen sind und dann direkt zu der Ansammlung sich angenähert haben. Und zwar haben schon, also ich habe jetzt fast mit nahezu allen Beteiligten gesprochen, jeder hat es sehr bedrohlich und sehr aggressiv empfunden, schon den Auftritt. Wir haben insgesamt zwei Jugendliche bei dem Vorfall gehabt, das heißt Minderjährige, sehr viele Heranwachsende, das heißt im Alter zwischen 18 bis 21 Jahren und auch einige, die auch darüber hinaus waren, also jüngere Männer. Anlass der heutigen Ansammlung, die der Polizeiangriff von 17. Die Betroffenen haben auch zur Betonung gegeben, dass die Polizei schon beim Eintreffen sehr aggressiv reinkamen. Das heißt, die Polizei muss schon vorher gereizt gewesen sein, dass hier dann die ganze Sache sehr weiträumig eskaliert ist. Es war so, dass die Einsatzzentrale der Polizei hier in Offenbach von einem Bürger einen Hinweis bekommen hat, dass in Offenbach in der Anne-Frank-Schule Einbrecher am Werk sind. Und bei der Überprüfung, bei den Personenkontrollen, ist es dann zur Auseinandersetzung und am Ende zu Widerstandshandlungen gekommen. Die näheren Umstände am Ende dieser Widerstandshandlungen haben wir nach meinem Kenntnisstand einen verletzten Polizeibeamten und den 20-Jährigen, der bei dieser Überprüfung verletzt wurde. Natürlich wird dieser Vorfall ganz intensiv aufgeklärt, aber dass wir nicht es mit Vorwürfen, wie ich sie höre, von staatlicher Polizeigewalt in Deutschland zu tun haben. Wir leben in einem Rechtsstaat, die deutsche Polizei ist gut ausgebildet, auf solche Einsätze vorbereitet und die handelt nach rechtsstaatlichen Grundsätzen. Und dort, wo es Fehlverhalten gibt, wird das sorgfältig durch Staatsanwaltschaft, durch Polizei überprüft und natürlich, wenn die Vorwürfe berechtigt sind, auch sanktioniert. Wenn so ein Vorfall da ist, müssen wir gleich sofort reagieren, mit allen kommunizieren, damit da nichts zurückbleibt und auch Vertrauen entsteht, dass, wenn es Übergriffe der Polizei gegeben hat, die restlos aufgeklärt werden und auch geahndet werden. Ich fand das auch sehr respektabel, was die Vertreter der türkischen Organisationen gesagt haben. Da war immer klares Bekenntnis, rechtsstaatliche Aufklärung, keine Vorverurteilung. Was der Polizeipräsident gesagt hat, fand ich auch sehr respektabel, wie er das Verfahren erklärt hat, wie er seine Betroffenheit geschildert hat, wenn es wirklich zu Übergriffen von Seiten einer oder mehrerer seiner Beamten gekommen ist. Das fand ich schon sehr glaubwürdig und hat dazu beigetragen, dass den Großteil der Menschen das auch ernst genommen hat. Hierbei Amtsträger, die sich eigentlich dem Wohle der Gesellschaft und dem Wohle des Einzelnen